Das hier sind Venusfliegenfallen, fleischfressende Pflanzen. Landet eine Fliege auf ihnen, schnappen sie schneller zu, als wir blinzeln können. Aber Moment, wann haben Pflanzen angefangen, Insekten zu fressen und wie geht das eigentlich? Um das herauszufinden, treffen wir jemanden, der sich damit auskennt. Matze betreibt eine Spezialgärtnerei und hat in seinem Gewächshaus tausende faszinierende Pflanzen. Unsere Reporterin Julia trifft Matze in seinem Gewächshaus mitten in Baden-Württemberg, in Ludwigsburg. Zugegeben, das ist nicht der erste Ort, den wir mit exotischen fleischfressenden Pflanzen in Verbindung bringen. Matze ist ausgebildeter Versicherungskaufmann, hatte aber irgendwann keine Lust mehr auf sein Büro. Aber es hat mich dann einfach nicht befriedigt. Ja. Und die Pflanzen waren halt schon immer mein Hobby. Ja. Und es war eigentlich auch das Schöne, wenn du dann nach Hause gekommen bist, deine Pflanzen angucken konntest und die haben dich auch so richtig runtergefahren, konntest du richtig abschalten. Und dann habe ich gesagt, komm, ich bin einfach so der Typ, ich muss dann einfach was ausprobieren, muss es versuchen. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt ich schmeiß meinen Job hin und mache einfach mal eine Karnivorengärtnerei auf und probiere es einfach mal. Schnell wird klar, das Interesse ist riesig. Durch seinen YouTube-Channel wird er deutschlandweit bekannt. Tausende Menschen schauen sich seine Videos an und entdecken so ihr Interesse für außergewöhnliche Pflanzen. Mittlerweile hat Matze etwa 500.000 Pflanzen und etwa 1.000 verschiedene Arten und Sorten. Aber erstmal zurück zur wohl bekanntesten Vertreterin ihrer Gattung. Ja, das sind ja hier so die bekanntesten, die Venusfliegenfalle. Ich wollte gerade sagen, die kenne ich. Ja, die hat auch wahrscheinlich jeder schon mal irgendwann mal gehabt. Und das ist jetzt eine Klappfalle. Die klappt ja so zu, die macht ihre Fallen zu. Wenn du von vorne in die Falle reinguckst, dann siehst du, ich zeig's dir mal, wenn wir ein Härchen berühren, passiert noch gar nichts. Und jetzt muss noch mal eine zweite Reizweiterleitung erfolgen, innerhalb von 20 Sekunden, und dann schnappt die Falle zu. Neben der Klappfalle gibt es aber auch Pflanzen, die ihre Beute mit einer klebrigen Substanz fangen, meist Mücken oder kleine Fruchtfliegen. Richtig große Beute können die sogenannten Schlauchpflanzen erlegen. Dafür nutzen sie Fangvorrichtungen, in die die Beute meist hineinfällt. Das mit dem Fangen ist also schon mal geklärt. Aber wie verdaut denn so eine Pflanze ihre Beute? Schauen wir uns mal die Venusfliegenfalle genauer an. Nachdem alles sicher verschlossen ist, wird ein Verdauungssekret ausgeschieden, das verschiedene Stoffe enthält. Vor allem aber Enzyme, die Proteine spalten können. So können die Pflanzen Nährstoffe lösen und dann aufnehmen. Der Prozess kann bis zu 10 Tage andauern. Schlauchpflanzen arbeiten mit einem ähnlichen Sekret, das in den Trichtern der Pflanze gesammelt ist. Dort fallen die Tiere hinein und werden verdaut. So können sie sogar Frösche oder kleine Mäuse fangen. Faszinierend. Das finden auch zahlreiche Menschen in Deutschland und Europa, die im Onlineshop von Malte Pflanzen bestellen. So verschickt er tagtäglich zwischen 200 und 300 Pflanzen an Hobbygärtner und Sammler. Dass Matze von seinem Hobby mal leben kann, hätte er selbst nicht gedacht. Denn ein bisschen speziell ist das Hobby schon. Also schon ein bisschen freakig, oder? Auf jeden Fall. Also so fleischfressende Pflanzen. Auf jeden Fall. Aber es macht mir total Spaß. Ja. Es ist halt wirklich so Hobby zum Beruf. Gell? Und ich mache ja den ganzen Tag nur das, was mir Spaß macht. Das ist halt das Schöne. Gut, es gibt auch die andere Seite mit Steuer und Buchhaltung, was jetzt nicht so viel Spaß macht. Aber gehört halt dazu, es ist das notwendige Leid. Gell? Aber auf jeden Fall ein geiler Job, gefällt mir sehr gut. Und macht mich glücklich, das als Ewigste. So, und so kannst du jetzt sicher zum Kunden rausgehen. Super! Neben den Pflanzen, die sich vor allem wegen ihrer Größe und Schönheit verkaufen, hat Matze aber auch eigene Sorten gezüchtet und sogar Preise damit abgeräumt. Wir schauen uns seine verrückten Kreationen an. Du hast auch eigene Arten gezogen, genau. Eigene Sorten. Sorten, keine Arten, Sorten. Da haben wir hier zum Beispiel die umgekrempelt. Das war eine meiner allerersten, die habe ich 2007 schon selektiert. Und die hat jetzt ganz witzig gefallen, weil die sind einmal wie umgekrempelt quasi, daher auch der Name. Die kann jetzt selber nichts mehr fangen, aber sieht halt richtig scharf aus. Und da gibt es wirklich viele Sammler, die auf sowas eben total abfahren und das dann eben auch in der Sammlung haben wollen. Eine normale Pflanze bekommt man hier schon ab 5 Euro. Für die besonderen Exemplare muss man da schon tiefer in die Tasche greifen. Wir wären nicht Galileo, wenn wir nicht wissen wollten, was ist die teuerste Pflanze im Verkauf. Da stehen wir jetzt hier auch bei so einem Exemplar. Die hier heißt jetzt Saurus. Das ist jetzt quasi eine Kreuzung, eine Hybride. Das ist die passende Blüte dazu, genau. Und das ist jetzt auch was, was sehr begehrt ist, weil die eben richtig dunkelrot wird. Das geht schon richtig ins Schwarze hier oben. Ja. Und auch wenn du mal den Deckel anguckst, der ist richtig schön mit diesen pinken, bunten Tupfern drauf.
Und das ist jetzt so eine Pflanze, die wird unter Sammlern so zwischen 1.000 und 2.000 Euro gehandelt etwa. Was? Krass! Ja, das ist jetzt also auf jeden Fall ein absolutes Highlight ja, hier. Toll. Auch Julia möchte jetzt ein paar fleischfressende Pflanzen mitnehmen. Die machen nämlich nicht nur optisch was her, sondern helfen auch gegen Fruchtfliegen, Mücken und anderes Ungeziefer in der Wohnung. Und besonders pflegebedürftig sind sie zum Glück auch nicht. Wir holen uns ein paar Tipps von Matze. Also man muss die Pflanzen halt regelmäßig umtopfen, wenn man sie im Topf hat. Regelmäßig, das ist immer so abhängig, wie stark die wächst. Alle 2 bis 3 Jahre kann man da so sagen. Okay. Ne? Und man braucht halt als Erde ein saures Substrat auf Torfbasis, weil das ja alles Moorbewohner sind. Und von der Pflege her ist es einfach wichtig, dass die Pflanzen immer feucht stehen. Deswegen tun wir jetzt den Topf einfach in Untersetzer stellen daheim, wo immer so ein bisschen Wasser drin ist, so 2-3 Zentimeter Wasser. Wichtig ist halt, dass es Regenwasser ist. Okay. Oder es geht auch destilliertes Wasser oder Osmosewasser. Es muss halt kalkfrei sein. Okay, also kein Wasser aus der Leitung? Eher nicht. Es kommt drauf an. Manchmal hat man auch ein kalkarmes Leitungswasser. Ja. Das würde gehen, aber tendenziell eher nicht. Und Regenwasser ist natürlich immer das Beste. Und ganz wichtig, Sonne. Je mehr Sonne, umso besser. Und deswegen wirklich Südseite positionieren oder Westseite, wo viel Sonne hinkommt. Man kann sie auch draußen auf den Balkon hinstellen. Da fühlt sich die Pflanze auch besonders wohl dann. Und genau da kommen unsere neuen Pflanzen jetzt auch hin. 6 neue Mitbewohner, die hoffentlich auch so ein bisschen mithelfen, die ollen Fruchtfliegen in der Küche ein bisschen zu vertreiben. Und mit den super Tipps von Matze bin ich mir ganz sicher, werden die auch richtig lang überleben.